Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 374 Minecraft. UFO-Mann spielt Minecraft und versucht zurückzukommen nach Ufotopia. Aua. Was ja meine Stadt ist. Bin ich hier festgespawnt? Nee, so festgespawnt, ja. So, jetzt müssen wir erstmal wieder an die Oberfläche. Um hier erstmal eine Runde zu schlafen. So, komm schon, schlaf schon. Nicht, dass wir nachher noch Ärger kriegen. So, und jetzt, genau. Obsidian. Bett abbauen. Ist die Frage, ob ich wirklich hier Obsidian habe? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. 7 graue Wolle, wie cool. Graue Wolle, da kann man was mit anfangen. Mist. Wir müssen tatsächlich fürs Obsidian zurück. Oder wir gehen um... Warte mal, wir könnten doch auch noch mal in die Mine gehen. Nee, lass uns noch mal zurückfahren. Jetzt werden wir das Unglaubliche machen. Wir werden in diese Mine, die wir da schon mal gemacht hatten... Hier, die hier. Da gehen wir jetzt rein und erleben noch mal ein kleines Höhlenabenteuer. Dazu sollten wir jetzt mal wieder alles hier lassen. Also Holz nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Spitzhacke nehme ich mit. Oh, die hat sich ja bald abgenutzt hier. Essen haben wir noch. Das können wir hier lassen. Wassereimer. Gut, den Eimer nehmen wir mit. Die Uhr können wir alles mitnehmen. So. Die Spitzhacke. Na gut, okay. Gut. Juhu, Höhlentour, Höhlentour, Höhlentour. Klasse. Eine Höhlentour, um Obsidian zu holen. Ich holte ein Obsidian aus einer Höhle ganz tief unten. Und dann packten wir ihnen einen Jutebeutel. Wir holten Obsidian aus einer Höhle ganz tief unten. Und wir packten ihnen eine Krokodilledertasche. Mit 5000 Krokodilen hatten wir sie genäht. Doch der Obsidian blieb irgendwie eine Weile fern. Ah. Doch dann fiel es uns wieder ein. Wir wussten, das könnte doch hier oben sein. Hier waren wir ja noch gar nicht. Haha. Komm, wir nehmen das Eisen mal hier mit. Wenn wir schon mal sind, Höhlentour ist Höhlentour. Da wird nicht nur Obsidian, sondern werden auch andere Sachen mitgenommen. Ich meine, wir gehen jetzt bewusst nicht unbedingt so tief auf Ebene 11. Könnte man ja machen. Oh, guck mal, hier in der Höhle brauche ich jetzt auch schon wieder eine Schaufel, die ich nicht dabei habe. Girks, Girks. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt wieder eine Werkbank machen. Und dann bauen wir uns einfach eine Schaufel. Ha! Machen wir uns doch gar nichts draus. Ein bisschen Kohle können wir immer gebrauchen. Wir brauchen nämlich gleich wieder neue Fackeln, wie es aussieht. Und wenn wir neue Fackeln brauchen, dann brauchen wir natürlich Kohle. So, dann nehmen wir uns mal die Schaufel hier. Die könnte man natürlich auch jemandem vor die Rübe hauen. Der einzige Grund, um diese Schaufel hier zu nehmen, ist ja eigentlich hier die Kohle. An die Grenze zu kommen und da besser durchzukommen und den Kies rauszuholen und so. So. Da, 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 da. Oh, ich höre schon wieder die XPs klingeln. Sie klingeln in meinen Ohren. Liebliches Glockengeläut. So. Guck mal, wie viel Kohle hier ist. Gibt's denn das? Es kann denn hier... Was jetzt? Sag mal. Wie kann denn hier so viel Kohle sein? Unglaublich. Unglaublich. So viel Kohle auf einen Haufen, ne? So. Ach komm, dann machen wir gleich mal Fackeln, bevor es zu spät ist. So, nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Frag mich nicht, warum genau 7.
Und jetzt Cola. Ja, guck mal, jetzt haben wir wieder. Oh. Jetzt können wir ja richtig rumasen mit Kaffee. Mit Kaffeln. Mit Kaffeln rumasen. Genau, ich dachte nämlich gerade an Kaffee trinken. Eisen. Eisen ist nicht Obsidian. Eisen ist nicht Obsidian. Oh, guck mal hier, voll die geheimen Räume, Alter. Ey, Alter, komm mal hier rüber. Voll die geheimen Räume, ey. Ist sowas von geheim. Aufpassen, dass wir uns nicht selber hier den Arsch weggraben. So, hoho, hoho, aha, aha, okay, 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 oh. Sieht ja so aus, als wenn ich hier schon mal war. Ah, okay, 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 aha, hier war ich wirklich schon mal. Also hier in der Nähe jedenfalls. Ja, wir nehmen das alles mit. Packen alles ein. Es gehört alles mir. Alles mein. Ja, sehr schön. Und währenddessen wird hier weiter erforscht. Wobei, wenn wir natürlich Obsidian finden wollen, wenn wir ernsthaft Obsidian... Oh, guck mal hier. Oh. War ich ja schon? Nein, das ist Lava. Das geht dann nämlich so ein bisschen in Richtung Obsidian, wenn da Lava ist. Oh. Okay, dann könnten wir ja hier rüber. Ach, guck mal hier. Könnten wir auch nochmal durch. Auch nochmal gucken. Oh, ey. Das ist wieder eine Höhle, ey. Da sind wir jetzt bestimmt 2 Folgen drin, oder? Was sagt ihr dazu? Boah, Alter, was ist das denn für ein Wasserfall? Ein Wasserfall mit einem Creeper, oder was ist das? Nein, ein Zombie. Oh, Hilfe, ich werde weggeschwemmt, schnell wieder raus. So, gut, dann nehmen wir ja das Eisen mit. Oh, guck mal, hier ist ja noch mehr Eisen. Nein, ich will das ganze Eisen haben. Ich will das ganze Eisen haben. Ja, ja, so. Und jetzt springen wir hier mutig rüber. Habt ihr gesehen, ich habe im... Oh. Heilige Mutter! Heilige Mutter, ein Smaragd! Danke. Wobei wir damit irgendwie... Oh, der ist gleich in die Lava gefallen. Hier fällt das alles in die Lava rein. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Guck mal, hier müssen wir wieder hoch. Ja, ich hab dich gesehen. Du willst mich in die Lava schubsen, ich weiß. Guck mal, ich hab ein Diamantschwert. Das ist noch relativ neu, mein Freund. Da kommt gleich noch einer, oder was? Ich bin nur hier lediglich, um Obsidian zu farmen, ja? Also, bitte bleibt mir von der Pelle. Guck mal, und hier kippen wir jetzt mal richtig cool. Cool, wie wir sind. Kippen wir jetzt mal Wasser rein. Pling. Pling. Haha. Oh, habt ihr gesehen? Da war noch ein Smaragd. Ich denke, ich spinne. Da ist noch mehr Smaragd. Guck mal. Wie gesagt, naja, vielleicht haben wir ja mal das große Glück, dass eines Tages uns jemand eine Diamantspitzhacke anbietet. Irgend so ein Dorf, Eumel. Vielleicht sind die ja jetzt in Ufotopia großzügiger geworden. Mann, ich war da seit einem halben Jahr nicht mehr. Vielleicht leben die gar nicht mehr. Oh Gott, meine armen Dorfbewohner, völlig vernachlässigt. Die sind bestimmt, oh nee, ey. Wenn ich daran nur denke, verliere ich schon wieder die Lust hier. So, guck mal, jetzt gucken wir mal, ob wir hier Obsidian abgebaut kriegen. Nein, das fällt gleich. Gut, dann werden wir mal den alten Trick anwenden. Genau, den Trick. Weil jetzt nämlich das angrenzende Gestein sofort vaporisiert wird, genau. Und so können wir den... Ich glaube, den Trick hatte ich von Opa Zeron gelernt, meinem alten Minecraft-Lehrmeister. So... Meister Zeron. Oh, sieht das denn? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? So wurde ich ja jetzt gerettet im Prinzip.
und sammle hier fleißig ein. Jetzt würde ich das gerne mal rausnehmen, genau, damit wir hier nicht so eine große Verschwendung machen. Also nicht, dass da so ein Riesenfluss entsteht, meine ich. Und können wir mal in Ruhe hier ein bisschen Obsidian abbauen für unser nächstes Netherportal, was wir da bauen wollen. Das ist auch ein schönes Lied. Bada. Wir werden mit einem Portal nach Ufotopia kommen. Nach Ufotopia. Das glaubst du kaum. Ba 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 ba. Ja. Ba 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 ba. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, als ich das erste Mal Obsidian abbauen wollte und dann habe ich ins Wiki geguckt. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ho, 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 ho. Wen haben wir denn da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann auch mit einer Eisenspitzhacke Obsidian abbauen, soweit ich es in Erinnerung habe. Aber es dauert, glaube ich, 7 Minuten. Wer weiß. Da brauchst du pro Klumpen eine Eisenspitzhacke. Ah, guck mal, schon wieder Obsidian. Das werden wir mal gleich einsammeln, bevor es wieder verglüht. Bevor es verglüht, das Obsidian. Nehmen wir uns lieber seiner an. Bevor es verglüht, das Obsidian. Nehmen wir uns lieber seiner an. Wisst ihr, was ich staune, dass hier noch keiner das oder, ja, eigentlich hat hier noch keiner reingeschrieben, ey, du Spast oder so. Wisst ihr, irgend so ein Hater oder so. Und wenn ihr dann so hört, oh, 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 ah, oh, ah, oh, ah, oh. Und wenn ihr dann so hört, wie ich hier so abspaste, das hier könnt ihr dann reinschreiben, du dummer Vogel, halt doch die Fresse oder sowas, ja. Macht aber keiner. Finde ich gut. Wahrscheinlich ist das auch nicht interessant hier für solche Leute, was ich hier mache. Ich glaube auch die Minecraft-Klientel, das sind ganz, also richtige Vollpfosten spielen eigentlich nicht Minecraft, ja. Was sie so spielen, da möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Aber Minecraft spielen, glaube ich, nur Leute, die ziemlich knuffig sind, dufte drauf sind. Ja, vielleicht mag auch der ein oder andere Gestörte dabei sein, aber so Vollpfosten spielen nicht Minecraft. Dazu wäre denen das viel zu langweilig. Und man muss ja viel zu viel seinen Grips anstrengen, oder? Muss man das überhaupt? So, guck mal, wie viel haben wir denn jetzt hier? Oh, 32. Alter Schwede, das reicht eigentlich. Jetzt können wir schon wieder, oder? Wollen wir hier nochmal ein bisschen gierig sein? Ein bisschen reingieren hier? Jo, so mit den Kommentaren, wa? Mir ist so aufgefallen, seitdem eBay mit Google Plus verknüpft wurde, sind ja viel weniger Kommentare. Und warum? Wissen wir ja alle, ist ja logisch. Weil nämlich die, die ihr Konto nicht verknüpft haben, die dürfen ja auch keine Kommentare mehr schreiben. So, geht's hier zu? Bin ich von hier gekommen? Ja, ich denke, ach, guck mal hier. Ha, 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 ha. Ups, Entschuldigung. Da müssen wir nämlich hoch. Aus dem Weg. Wir müssen hoch. Wir wollen wieder raus. Wir wollen unser nächstes Portal bauen und was erkunden. Ah, guck mal, Eisen. Das fällt ja da runter. Aha, ja, Alter, wegen 2 Eisen riskierst du dein Leben, Junge. Junge, ist doch kein Wunder, wenn sie dich deabonnieren. Das war wieder meine Stimme. Es gibt ja den bösen Ufo und den guten Ufo, wisst ihr ja. Und der böse Ufo, der sagt dann immer so eine Sachen, weißt du, der beschimpft mich immer. So. Jo, jetzt wollen wir einfach nur wieder raus, wenn es geht, lebend. Deshalb werden wir jetzt, ach ja, genau, mit den Kommentaren. Und da sind es halt viel, viel weniger Kommentare geworden. Weil viele Zuschauer, die können gar nicht mehr kommentieren. Weil die müssen sich halt hier anmelden und da registrieren lassen.
und Tier verknüpfen und so, damit sie überhaupt einen Kommentar schreiben können. Glaube ich, weiß ich nicht, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Und ich vermute mal, dass es deshalb auch weniger Kommentare geworden sind. Gefühlt weniger Kommentare geworden sind. Ne, hier ist die Fackel rechts. Wir müssen ja dahin, wo die Fackel links ist. Das alte Gesetz der Straße, sozusagen. Da ist keine Fackel. Hier, Fackel links. Fackel links. Fackel links. Fackel links. Aha, aha. Fackel links. Aha. Ja, sehr schön. Ist doch schon die richtige Richtung hier. Und jetzt brauchen wir wieder... Ah, oh, Kohle. Kohle. Gib mir die Kohle, Baby. Baby, gib sie mir. Danke, 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 danke. Ja, nicht so viel. Nicht so viel Kohle. Na gut, ich kann ja in Kohle baden. Man bringe mir eine goldene Wanne, eine güldene Wanne. Und bestücke sie mit Kohle, auf dass ich meinen feisten Leib in ihr wälze. Oh, 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 geht's hier hoch? Wow. Auf dass ich meinen feisten Leib in ihr wälze. Na, ob das richtig ist, auf jeden Fall geht's hier nach oben. Probieren wir mal. Wo die Fackeln rechts sind, das ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Ba, ba, ba. Siehst du? Ja, war falsch. War falsch, war klar. Die Fackeln links. Hier müssen wir lang, wo die Fackeln links sind. Und dann da hoch, genau. Juhu, wir haben 32 Obsidian dabei. Oh, guck mal hier. Oh. Und hier, hier, hier. Falsch. Hier war es, ich glaube, hier ging es irgendwie nach oben irgendwo, wa? Hier? Da, 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 bam, ba, da, ba, ba, ba. Nein, ich bin falsch. Mama. Ich bin falsch, ich will raus. Aber irgendwie finde ich das neuerdings total cool, einfach hier so reinzustürzen. In so eine Höhle und gar nicht mehr sich so einen Kopf zu machen. Wie früher. Wie früher. So. Ja. Hol das Eisen. Gib's mir. Gib mir das Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Und hier ist ein Dingsbums. Und da können wir doch... Guck mal hier. Lass mich doch mal durch. Nicht da runterfallen. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh mein Gott. Eigentlich wollte... Oh, guck mal, über uns ist Wasser. Das ist schon mal nicht so gut. Ach, ich weiß, wir können uns doch hochstecken. Fällt mir doch gerade ein. Wir sind doch gar nicht so tief, oder? Auf der 21. Na, was soll's? Sind 21 Klötze nach oben. Ba, 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 ba. Aber ha! Wenn wir jetzt natürlich direkt unter dem Meer sind. Oh. Haben wir da einen Smaragd rausgerissen? Ist ja auch cool. Ist ja cool. Guck mal, was wir hier schon wieder alles eingesammelt haben. Ist ja unglaublich. Gut, dann kann es sein, dass ich eben gehustet habe, ohne die Mute-Taste zu drücken. Oh Gott, wie peinlich, ey. Ich glaube, wa? So kommt... Oh, wenn wir jetzt hier aufmachen, dann fließt das gesamte Meer hier rein. Das sieht mir doch schon sehr nach Meer aus. Das weiß ich gar nicht ohne Minimap. Weiß ich ja gar nicht, wo ich bin. Guck mal, hier geht es noch weiter hoch. Da ist dunkel. Aha, aha, aha. Wo sind wir jetzt? Nein, ein Skelett-Spawner. Schnell weg, Mama. Mama Mia, wollen wir den zerstören? Komm, wir machen's. Okay, Gesundheitsleiste ist voll. Los, mach den kaputt. Ach Mist, der braucht eine Spitzhacke, wa? Guck mal, können wir noch Schätze hier rauben. Haha. Was leuchtet denn da noch so laverig? Ah, Lava. Lava. Haben wir echt einen Skelettspawner gefunden? Ich glaub's ja nicht.
Das wäre ja dann eine gute Möglichkeit, uns hier könnten wir uns eigentlich. Hohoho, das ist wieder das Schlimme hier. Ah, nee, ey, jetzt gibt's hier gleich wieder Ressourcen. Ey, ich glaub's nicht. Und da ist wieder dunkel. Und da ist eine große Höhle, wo es weitergeht. Vielleicht sollte man sich hier ein Lager aufbauen. Okay. Ey, war da Gold? Na, sag mal. Da haben wir dann schon fast die Ebene 11. Ja, komm, wir gucken mal schnell in die Truhe. Schallplatten, ach wie schön. Weizen. Gut, dann lassen wir das. Ich weiß nicht, was soll ich mit Schallplatten? Also sind das verschiedene? 418 Cat. 418 Cat. Mehrere davon brauche ich gar nicht. Ich weiß sowieso, ich brauche die überhaupt, die Schallplatten. Na, ich müsste dann mal einen Plattenspieler bauen, wa? Man müsste mal einen Plattenspieler bauen. Yeah, baby, bau mir einen Plattenspieler. Oh, drei Eimer. Oh, drei Eimer. Wie cool. Nochmal die Cat hier. Drei Eimer. Oh, was können wir denn jetzt wegschmeißen hier? Sieben Weizen. Die schönen Steine. Können wir die Eimer einschmelzen? Nee, kann man nicht. Das ist ein wertvoller. Feuerstein oder Eimer? Ba, 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 da, ba, da, ba. Guck mal, die Uhr ist eine alte Spitzhacke hier. Die könnten wir doch mal reparieren. Da haben wir doch wieder ein bisschen Platz. So, guck mal. Und jetzt können wir den Eimer noch einpacken. Oh, Schießpulver, Schießpulver. Ich will unbedingt Schießpulver haben. Lassen wir den Faden hier. Ich höre hinter mir gerade einen Zombie. Wir wechseln ganz ruhig auf das Schwert, drehen uns ganz langsam um. Und da ist aber keiner. Okay. Jetzt decken wir uns nach oben. Ach nee, warte mal. Nee, wir müssen uns nach oben stecken. Wir können hier nochmal herkommen. Da machen wir uns oben eine Markierung. Ba 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 ba. Wobei, es ist riskant, aber wir machen es. Na? Da muss man aber wirklich hier auf dem. So Leute, jetzt wird es mal kurzzeitig ein bisschen dunkel. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass hier kein Lava ist. Naja gut, wir können ja mal eine Fackel am Rand machen. Da darf natürlich keine Lava reinfließen. So, welche Ebene sind wir denn jetzt? 38, oh Gott, sind wir tief. Ne, hoch sind wir. Ah, okay, da sieht man schon das braune Tageslicht. Lichtlicht oder was? Oder ist oben dunkel? Ba 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 ba. Risiko. Risiko. Hier muss ich hoch. Okay. Und weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Hauptsache mir läuft keine Lava auf die Omme hier. Und weiter nach oben. Ba 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 da da ba. Schnipp, schnapp, schniebe, schnapp, schniebe, schnabe, schnapp, di, dapp, di, schniebe, schnapp. Ist jetzt für euch gerade total dunkel, klar. Tut mir auch leid. Und wenn ich jetzt hier eine Fackel setze, dann ist das nur. Ups, okay. Ist nur kurzes Licht. Ja, gleich ist dann wieder dunkel. Kennt ihr ja das Spiel. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das alte Hell-Dunkel-Spiel. Ba, 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 ba. Wir stecken uns weiter nach oben. Mann, wir müssen ja jetzt schon sonst wo sein. Stecken wir uns hier den Berg hoch oder was? Da bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Ah, nein! Komm, wir können jetzt hochtauchen. Schnell, schnell, schnell. Ich will nicht ertrinken. Ich will nicht ertrinken. Nein! Oh Gott. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet? Alter! Wo sind wir denn hier? Das
muss doch in der Nähe sein. Ah, Kohle. Ah, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Na gut, und wie wir nach Hause finden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Habe ich im Moment gar keinen Plan. Oh, oh. Ja, das wird spannend, meine lieben Freunde. Tschüss, bis zur nächsten Folge.